Der Mann der 1000 Masken. David Bowie auf Tournee. Schlagen wir Ihnen vor, lieber in die Old Economy zu investieren. David Bowie kann immerhin 30 Jahre Erfolgsgeschichte vorweisen. Mit diesem Kapital ist er als erster Künstler an die Börse gegangen. Wenn Sie schon mal selbst hören wollen, wie die Aktien stehen, investieren Sie doch in ein Ticket für das Konzert morgen auf der Museumsmeile in Bonn. Wenn Sie noch eins kriegen. Die Feuchtigkeitscremes seiner Frau und ständiges Telefonieren halten ihn jung, behauptet er. Seit 3 Jahrzehnten ist David Bowie ein Superstar. Slow Burn, ein Song von seinem neuen Album, das den Zuhörer mitnimmt auf eine Reise in Bowies musikalische Vergangenheit. Eine Reise, die der 55-Jährige mit gemischten Gefühlen angetreten hat. Ich hatte furchtbare Angst, dass wir noch einmal dasselbe machen würden wie in den späten 70ern. Ich wollte nichts kopieren. Kein anderer Künstler der Popgeschichte hat derart oft und radikal sein Aussehen und seinen Sound verändert. Mal inszeniert sich Bowie an seinem Aussehen und seiner offen ausgelebten Bisexualität. Mitte der 70er Jahre hat der ewige Rebell so oft die Haarfarbe und Garderobe gewechselt, dass er seine eigenen Rollenspiele überdrüssig wird. Ich glaube, zurzeit ist das bei mir mit dem Image so eine Sache. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich persönlich für ein Image habe. In dem Clip zu dem Song Ashes to Ashes rechnet Bowie 1980 mit seinen ewigen Rollenspielen ab und spielt gleichzeitig wieder eine neue Rolle, die des schlecht gelaunten, drogensüchtigen Clowns, der gefangen ist auf einem fremden Planeten. Bowie ist mit diesem Clip wegweisend für die späteren Rockvideos der Musikkanäle. Seinen Fans gewährt dieses Video aber vor allem einen intimen Einblick in sein Seelenleben. Ich glaube, ich sehe sehr komisch aus, wenn ich keine Rolle spiele. Denn komisch aussehen, das ist offensichtlich das allerletzte, was David Bowie will. Also spielt er auch weiterhin seine Rollen, und das nicht nur auf der Konzertbühne. Am New Yorker Broadway verwandelt sich Bowie fürs Theaterpublikum in den Elefantenmenschen, und das mit einem riesigen Erfolg. Nur in eine Windel gekleidet und auf jede Maske verzichtend, zeigt sich Bowie nackt und verletzlich. Selbst die seriöse Theaterkritik feiert ihn für seine einfühlsame Darstellung. It's my home. I have a home. I have. Während sein Auftritt am Theater ein Gastspiel bleibt, spielt der Film von Beginn seiner Karriere an eine große Rolle. Ähnlich wie in der Musik findet er auch hier eine Bühne, die es ihm erlaubt, sich effektvoll in Szene zu setzen. Vom melancholischen Außerirdischen im Mann, der vom Himmel fiel, bis hin zur Verwandlung in Andy Warhol in dem Film Basquiat, Bowie wird im Kino zum Zauberer, Verwandlungskünstler und Verführer. Einen seiner stärksten Auftritte hat er in Tony Scotts Film Begierde. Nicht ohne Selbstironie mimt Bowie einen Vampir, der an einem Tag um 250 Jahre altert. Das Älterwerden scheint für ihn kein Problem zu sein. Wo andere Popstars sich nur kopieren, erfindet er sich immer wieder neu. Zum Beispiel als Figur eines Videospiels, für das er auch den Soundtrack geschrieben hat. Besonders das Internet wird für Bowie in den 90er Jahren zum bevorzugten Medium. Er ist der erste Popstar, der einen Song zum kostenlosen Download anbietet. Und der erste, der sich und sein Oeuvre an die Börse bringt. Aber will man tatsächlich in einen Künstler investieren, der so wenig von sich überzeugt ist? Ich hasse meine Gesangsstimme. Wirklich, ich hasse es zu singen. Es ist kein Vergnügen, aber irgendjemand muss es ja tun. David Bowie, seit 30 Jahren Verwandlungskünstler, Entertainer und für sein Publikum immer schon auch ein großartiger Sänger. Gleich 2 Superstars auf einmal, David Bowie und Catherine Deneuve, können Sie im hessischen Fernsehen sehen.